Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Changes Box von Justin Bieber. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Changes von Justin Bieber, das Ganze am 14. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das fünfte Album von Justin Bieber, das Ganze hier in Boxform erschienen. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker, der uns verrät, was sich in diesem Album, in dieser Box befindet. Also wir lesen hier Includes, also inkludiert, beinhaltet. Limited Edition Fanbox, CD for Photocards, Sticker Sheet, Tattoo Sheet, Boxer Shorts, One Size. Okay, all das ist hier drin. Ich glaube, das Übersetzen kann ich mir an dieser Stelle sparen. Es ist recht selbsterklärend, also keine großartigen Fremdwörter. Ich glaube, das ist den meisten bekannt, auch die nicht so fit in Englisch sind. So, also wir haben hier eine quadratische Box in Rot gehalten und dann haben wir hier den Interpreten abgebildet in Schwarz und Rot, oben ohne. Der ganze Oberkörper mit Tattoos bedeckt. Okay, das gehört hier scheinbar dazu. So, auf der linken Seite, so in der Mitte, lesen wir einmal Changes, den Albumtitel. Und rechts oben haben wir dann spannenderweise so eine Durchnummerierung. 1, 2, 3, 4, 5, die 5 in diesem Fall eingekringelt. Ich gehe mal davon aus, das hat mit seiner Albumreihenfolge zu tun. Also wie gesagt, es ist das mittlerweile fünfte Album. Das letzte Album, das vierte Album, ist schon etwas her. Das kam im November 2015, Purpose. Rundum ist die Box in Rot, nur hier oben haben wir dann noch etwas stehen. Justin Bieber, viermal durchgeschrieben und dann hier noch durchgestrichen, um ein fünftes Mal hier zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Infos zum Album, also die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Def Jam Recordings. Dann haben wir hier noch die Internetauftritte, die Internetseiten, einen Barcode und hier nochmal die Logos der Beteiligten. Jawohl. So, dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen die Box in Schwarz. Auch hier wieder diese Nummerierung 1, 2, 3, 4, 5. Und dann schauen wir uns den Inhalt an. Wir haben hier als erstes einmal die Boxer Shorts. Die sind noch in Folie. Dann haben wir hier einmal, gar nicht so einfach das rauszuholen, das dürften dann wohl die Fotokarten sein, die kommen hier in so einem Umschlag. Okay, Tattoo und Stickerbogen dann wahrscheinlich auch drin. Und dann haben wir hier zuletzt das Album. Das findet hier unten Platz. Wir haben hier so einen Einleger in Schwarz. Der ist hier am Boxboden festgemacht. So, dann packen wir die Box wieder zusammen und schauen uns das mal an. Also, einmal hier die Folie. Hier ist sogar noch was drin, wenn ich es... Ja, hier ist nochmal so ein kleiner Karton, um das Ganze entsprechend in Form zu halten. So, dann packen wir die mal zur Seite. Und dann haben wir noch das Album. Hier haben wir auch wieder einen Sticker drauf, auf der Folie. Und zwar lesen wir hier... Justin Bieber celebrates marriage and survival in his fifth studio album. Album features Yummy, Get Me featuring Kehlani and Intentions. Also wir haben hier unten einmal die bekannten Singles, die auf diesem Album drauf sind. Und dann haben wir hier oben noch die Info, Justin Bieber feiert, zelebriert, Heirat und Überleben auf seinem fünften Studioalbum. Okay. So, dann werden wir auch hier mal die Folie entfernen. Sticker ist somit weg. Und so sieht dann das Album aus. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase. Das Cover ist ziemlich genauso wie die Box gehalten, also in Rot und Schwarz. Dann haben wir den weißen Albumtitel und oben weiß für die Nummerierung. Auf der Seite hier der Balken in Rot. Hier lesen wir dann auch wieder Albumtitel plus Interpret. Und auf der Rückseite haben wir dann zum einen die Tracklist. 16 Stück sind es geworden. Und wir haben hier Features von Quavo, Post Malone, Clever, Lil Dicky, Travis Scott,
Klani. Also auf jeden Fall namhafte Features mit dabei. Dann haben wir hier wieder die Beteiligten, die Credits und einen Barcode und die Logos. So, dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Das Booklet, natürlich auch in Rot gehalten. In diesem Fall haben wir dann auch noch die Lyrics, die hier in Weiß sind. Also, hier kann man dann nachlesen oder mitsingen. Yummy, available, forever, running over. Also, das sind dann einzelne Tracktitel und Justin Bieber hier wieder in Schwarz und Weiß. Weitere Titel, weitere Fotos und natürlich die Lyrics. Beziehungsweise nein, das sind hier die Credits. Okay. Weitere Credits. So sieht das dann aus. Hier haben wir dann auch noch die Album-Credits und ein Foto des Interpreten. Gut, soweit zum Booklet. Ein paar Texte haben es reingeschafft, sowie ein paar Fotos. Dann haben wir die CD, die natürlich auch wieder in Schwarz-Weiß und Rot. Und die Rückseite glatt in Rot. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier so einen schwarzen Umschlag. Auf dem lesen wir auch wieder Changes. Dann haben wir hier die Tracklist. Und auf der Rückseite ist das Ganze hier mit einem Siegel zugeklebt. Wir schauen mal, ob das... Ja, schwierig. Wir werden das vielleicht mal aufschneiden, bevor wir das ganze Papier aufreißen. So, was haben wir hier? Okay, also wir haben hier ein kleines Kuvert und hier haben wir dann einerseits die Fotokarten drin, dann haben wir den Tattoobogen und die Sticker. Also der kleine hier, das ist der Tattoobogen. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Motive am Start. Also JB5, Yam, Changes, Justin Bieber und dann noch hier diese rosanen Pantoffeln oder diese Smiley. Dann haben wir noch die Anleitung, wie diese Tattoos zu verwenden sind. Also Temporary Tattoo. Ihr kennt das, auf den Arm, dann anfeuchten und dann kann man das hier auf der Haut anbringen. Dann haben wir Sticker mit dabei. Es sind zwei Sticker, zwei recht große Sticker. Ich würde mal sagen, die sind transparent. Und dann haben wir in der Mitte die beiden Schriftzüge. Einmal diesen Yummy-Schriftzug und einmal Changes. Die sind recht groß und eben rechteckig. Jawohl, zwei Sticker im Querformat. Und dann haben wir Fotokarten quadratisch. Einmal diese hier, Justin Bieber oben ohne mit einer dicken Halskette. Etwas nachdenklich. Dann dieses Foto, ich glaube, das kennen wir schon aus dem Booklet, in Schwarz und Weiß hier in Tanktop. Dann hier einmal in Schwarz und Rot, passend zum Album-Artwork. Und dann einmal dieses hier, Rückenansicht mit erhobenen Armen. Also vier Fotokarten, allesamt quadratisch, Rückseite ist weiß. Zwei davon in Farbe und zwei davon in Schwarz-Weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier die Boxershorts. Die sind in Weiß und haben hier so einen pinken, so einen rosa Aufdruck rundum. Also wir haben hier wirklich von vorne bis hinten überall den Schriftzug Yummy, so eine Singleauskopplung. Die sind meines Erachtens recht großzügig gehalten. Also das sind so richtige, von den Maßen her, so richtige Oma-Schlüpfer. Die sind schon gewaltig groß, diese Shorts. So, das Ganze in Weiß. Hier haben wir dann entsprechend einen Eingriff. Allerdings hier ohne Knopf. Das wurde hier in der Mitte vernäht. Bedeutet, man hat hier oben und unten ein kleines Löchlein. Ah ja, genau. Hier ist das, was ich gesucht habe. So, was lesen wir hier? 100% Baumwolle. Größe M. Okay, das ist heftig. Das ist... Ja, auf jeden Fall eine der größten Boxershorts der Größe M, die ich je gesehen habe.
Und dann haben wir es zu tun mit ...100% Made in Turkey. Okay, also Made in Turkey. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Boxershorts in der Größe M aus 100% Baumwolle. Dann haben wir diese vier Fotokarten hier quadratisch, zwei davon in Farbe, zwei davon schwarz-weiß. Die Sticker, zwei Stück an der Zahl, rechteckig. Den Tattoo-Bogen mit sechs Motiven. Das Ganze kommt in diesem kleinen schwarzen Kuvert. Und natürlich das Album an sich im regulären Schulcase mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Changes von Justin Bieber. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Justin Bieber unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.